das schon geil. Ich glaube, in der Gruppe, wenn du da gut zusammenarbeitest, funktioniert das gut. Wenn du jetzt in der Open World gegen einen Bär kämpfst, funktioniert das bestimmt auch noch ganz gut, wenn du Food dabei hast, um dich immer wieder zu recken, weil du kriegst halt jedes Mal Schaden. Das ist definitiv der Fall. Ja, aber wir haben auch immer die ganze Zeit gesagt, wozu sind die Tränke? Ja, dann machen auch die Ja, Tränke mal Sinn. dann warte mal, weil da funktioniert das, glaube ich, ganz gut, aber mein Problem dabei ist, dass du in dem, ich sag mal, Rush-Low-Bereich, halt Low-Tech-Bereich. Jo, dir auch schönes Wochenende. Bis später. Und viel Spaß noch bei Icarus in Zukunft. Gut. Wir werden es sehen, denn der Gegen Profi Rex. wird das ausprobieren. Und bei Bossen da jedes Mal hochtacken. Wenn es mindestens Löcher stehen vorne. DB Kate, na, Essen fertig? Das war aber Fast Food dann. Wie lang ist denn. Hey Sinkri. Wie lang ist denn bis hin bis Level 40? Wo ich sage, ich mache mir ein Talent Tree vorher, so den Plan, und dann tue ich Es geht echt schnell. genauso hinskillen. Wenn du Wölfe viel klatschen willst und 5 so. Missionen bis Level 20. Und Level 20 ist so der Bereich, wo ich sagen würde, du hast einen Talent Tree, den du austesten wolltest, getestet. Und dann, wenn der dir gefällt, dann kannst du ja weiter skillen. Ansonsten würde ich einfach einen neuen Char anfangen wieder und den nächsten Talent Tree testen. Ach so, du hast nur angefangen, okay. Döner lecker, ja, habe ich vorgestern auch zwei ge ge gegessen. Sehr cool. Okay. Also Meine nur bis Denkweise ist 20, einfach. dann ist gut, oder was? Wenn zum Testen, ja. Wenn nicht irgendeiner den Test mal macht, finden wir es nicht raus. Also du machst jetzt einen neuen Char oder hast jetzt den Char neu oder was? Machst du Ich mache jetzt Speer ganz only? schnell neun und ihr müsst mir nur mal sagen, wie lösche ich den Char. Ich habe da noch Einfach nicht unten geguckt. links auf Löschen irgendwo klicken. Alles klar. Charakter auswählen und dann auf Löschen klicken. Und Weil meine Ausrüstung kann ich doch theoretisch dem jetzt ausziehen. Die wird automatisch Die ist in den eh in der Lager gefahren, Raumstation. aber du kannst die auch noch mal vorher in den Lager tun. Ich meine von dem jetzt hier. Den Naja. lösche ich ja nicht. Ach Das so, ist ja, mein das kannst du Pokéfighter. ja einfach ins Lager tun dann oder dann. Bei dem hier ist alles richtig gefüllt, der Pfeil. Du hast ja, wenn du in der Raumstation bist, kein Inventar. Du hast nur die Raumstation. Also es ist nicht an Char gebunden. Es ist halt ein fettes Musst halt Inventar nur für aus der alle. Kapsel quasi rausziehen. Und den Anzug Anzug, kannst du auch wie ziehe ich löschen. den raus? Ach, löschen. Löschen, Gut, da hatte ich löscht immer man ihn Angst, dass quasi er aus dann dem Start. gelöscht wird. Nee, dem ist nicht so. Ach so, stimmt, das war ja das, was dich stört. Ja. Ich hätte gerne einen Löschen-Button, der den Anzug löscht. Ja, da steht löschen dran und es löscht nicht, das schon. Ja. Frechheit. Verarscht. So, dann werde ich nämlich jetzt auch keine Wasserflasche mehr mitnehmen. Dann nehme ich oder lasse ich das Messer weg. Da kann ich aber am Ende. Ja, da müsst ihr Leder sammeln. Ich lasse das. Ich lasse das Messer. Hey, das interessiert mich auch, Lyrex. Das ist schon geil. Vielleicht mal so reinschauen abends, wenn die Jungs nicht da sind oder was anders tun. Infraspace war dieses Satisfactory Place Ding. SimCity mäßig so, anscheinend. Ja. Das sah so ein bisschen wie mit Fließbändern und abbauen und so aus. Also so ist, ich, hab, ich, hab, ich muss mal noch anschauen, ob es da für mich mehr nach SimCity ist. Also auch Stadt aufbauen und auch Verkehr leiten. Also Verkehr dann sagen, dass die Straße links und rechts fährt, also mehr so SimCity-Style. Das heißt, ich hatte diese Mining Stations und die Fließbänder dort gesehen von den Dingern, das fand ich eigentlich ganz interessant. Das hat Solo, komplett Solo-Spiel. Uff, 20? 25 war gar nicht so normal Icarus-Preis, glaube ich. War nicht gar nicht so schlimm. Hätte mir das auf die Wunschliste geguckt. 17,99 kostet es. Ich hab's. Achso, 97, okay. Ich hab's auf meine Looking-Liste geschaut, getan. Ich hab so eine Excel-Liste mit Datum, mit allem, wann ich was ungefähr probieren möchte. Da ist es halt drauf gelandet. Eventuell ist das auch was für mich, ich würde es mir bei dir mal angucken und dann entscheide ich's. Ich spiele aber sowas ganz speziell, ne? So Transport-FIFA spiele ich auch immer ganz speziell. Leute kamen rein, haben sie gesagt, okay, das ist interessant, weil ich anders spiele als alle anderen Leute auf der Welt gefühlt. Ich weiß nicht, was ich anders mache, aber ich habe halt meinen eigenen Stil bei allen Spielen.
Das nicht. So, das ist jetzt der Speerbert. Erstmal voll lost und zweitens komisches Ding. Jetzt ist aber bei dem die ganzen Gegenstände, jetzt muss ich wieder. Ne? Spermabert? Das ist Speerbert. Achso. Nicht Spertakus. Nee, das ist Speerbert. 715,100, das ist echt. Also heute haben wir gut Kohle gemacht. Also Kohle und Exakt. Das ist nicht der Herbert, das ist der Speerbert. Speerbert. Spermabert, okay, fühle ich. Spermabert wollte ich nicht machen, weil der läuft ja im Stream mit. Und. Ach so. Ja, stimmt. Da könnten ja auch mal 5-Jährige zugucken. Nein. Twitch ist ab 13. Ich habe den Channel ab 18. Wer kontrolliert das? Das ist ja egal. Wenn die hier nicht hingehören, dann gehören die hier nicht hin. Sinkri, was läuft bei dir? Alles fit? Gar nicht gesehen die letzten Tage. Das nehme ich mit. Sag's ja auf Pornoseiten auch nicht, du darfst da nichts zeigen, weil es könnten ja Kinder drauf zugreifen. Die gehören da nicht hin. Das Messer lasse ich weg, weil das braucht er jetzt nicht. Ach Mann, ich kann hier draußen nicht schauen, Talente, oder? Geht nur drin. Unten links kannst du die Talente schauen. Ach, gehen doch? Ah, lul, okay. Du kannst die nur nicht wählen. Also, du hast sowieso gerade kein Level, aber. Das ist ja egal. Kannst du halt auch nicht scalen, wenn du lesen. Level aber kein Gewicht, kein Speed, nichts. Keine Gesundheit, kein nichts. Einfach Slow-Mo laufen oder was? Krass. So. Was habe ich denn da? Klingen. Ja, ist ready. Sperre. Also Klingen ist ja Messer. Ist ja eine Klinge. Ja. Schnelles Zielgeschwindigkeit mit Messern. Aber das ist doch zum Werfen. Ich werfe so einen Scheiß nicht werfen. Ja, links ist Werfen, rechts ist Hitten. Nahkampf. Bewegungsgeschwindigkeit mit Messern ist schon mal unnormal. Erhöht die Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen. Okay, schneller zustechen. Har. Schaden erhöhen. Verschleiß weniger. Okay. Haltbarkeit für hergestellte Messer. Gut, das ist wie bei allen. Immer gleiches Schema. Ausdauerkosten. Ich musste dann links auch gehen, weil Ausdauer ist schon wichtig, wenn ich dann. Ne, ich musste ein bisschen auf links gehen. Wo ist die Ausdauer? Links, direkt unter dem schnelleren Zielen. Das muss man vielleicht nehmen. Außer man geht von unten. Ah, das ist ekelhaft. Ressourcekosten für hergestellte Messer ist egal. Für geworfene Messer werden markiert. Okay. Immer markiert. Schaden, kritischer Schaden, Verschleiß beim Häuten. Ja gut, das ist auch egal. Fellschaden für hergestellte Messer. Was ist denn Fellschaden? Kann ich dann beim Bär mehr Schaden machen, weil es ein Fell hat? Oder kann ich einen Baum fällen mit dem Ding? Sekunde. Was für eine Übersetzung? Geworfen. Geworfen. Boah, krass. Plus 10% durchgeworfene und nochmal plus 20% durchgeworfene. Was denn zum Teufel? Geschwindigkeit von geworfenen, Geschwindigkeit von. Wie schnell ist denn das? Das ist ja schneller als eine Kanone. Fallschäden. Achso, nee, Fallschäden, wenn ich runterfall. Achso, wenn ich es in der Hand habe, wenn ich runterfall vom Berg. Jetzt hat. Okay, ich muss. Sofort zu häuten. Wahrgenommene Gefahr. Bei Treffern mit Messern und Lähmung so. Achso, ja, du kannst dann mit Messern Holz fällen, ja. Nee. Das ist. So läuft das. Messer verursachen Fellschaden. Plus 20 Fellschaden für hergestellte Messer. Fellschaden ist haben auf Äxten drauf. Wenn du auf eine Axt gehst, da steht Fellschaden. Bist du verrückt? Ein Messer, den Baum schlachten oder was? Ja, Fellschaden. Ja, du hast dann im Endeffekt so eine Art Machete, machst du dann aus den Messern, weil geil. Du gekonnt damit umgehst. Aber die Skills sind nicht so geil irgendwie. Gerade mal so eine Axt macht. Nahkampf 35, 30. Ein Messer macht 52, 20. 65 und das sind. Also Lähmen ist. Also das ja Messer ist dann sogar eine bessere Axt als die Axt. Mhm. Bestimmt. Aber Messer ist ja. 10% Leben. Leben ist ja Full Stun, gell? Weil 10% ist halt schon nicht wenig. Was ist Fullstun? Lähmen, Lähmung. Also ist komplett Lähmung Silence. Lähmung ist Fullstun. Ich weiß nicht, ob die noch angreifen oder ob die sich nur nicht mehr bewegen. Weil bei den Speeren ist Lähmung auch so wie beim Bär. Du kannst ja auch draufschlagen. Fullstun.
Haben wir ja schon gesehen. Ja, doch. Ist der ja. gleiche Skill. Nur mit 5% mehr. Stimmt. Chance beim Krieg mit Messer sofort zu töten. Boah. Aber nur 1% oder was, ne? Wo gibt's beim Speer die Chance zu stunnen? Ich glaube, er meint Bogen. Ich bin Messer. Bin nur noch beim Messer. Und beim Bogen auch, ja. Bei deinem Bogen, hast du doch gehabt, die Lähmung. Das ja. Das feiern wir, ja. Ah, das ist aber geil. Sofort also zu töten auf 5%. Geschwindigkeit, also werfen kannst du 400 Kilometer schnell machen. 400 kann man schnelles Messer machen. Ressourcenkosten, okay. Ressourcenkosten, warum sind die Ressourcenkosten so, so immer so günstig? Ist doch scheißegal, was die kosten. Kritischer Schaden. Verschleiß beim Häuten. Ist das Verschleiß beim Häuten so wichtig? Also was ich geil finde, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit plus Schaden. Super geil. Dann finde ich Ausdauer weniger. Super, super toll. Maximale Haltbarkeit für Hergestellte finde ich auch okay. Verschleiß. Ja, gut, dann stelle ich ja 2 her. Ja, Verschleiß ist halt, das geht dabei um Knochenmesser und sowas, weil die sind echt schnell kaputt. Ja, okay, aber sagen wir mal. Kaufmesser ist das ja komplett egal und den späteren Stahlmessern und so. Meine ich genau, ob dem Eisen/Stahl ist eh egal. Geworfene Messer werden markiert, damit man sie vielleicht besser sieht und wiederfindet. Keine Ahnung. Werfen ist mir egal. Sofort töten nach einem Schleich ist krass. Geschwindigkeit, Schaden. Bei Werfen sind Messer halt schlecht, weil da machen sie weniger Schaden und ja, sie sind weg. Also ja, kannst du nicht mehr wehren dann. Wenn du nicht passt halt tötest. Das ist dieser Skill-Calculator gewesen. Das, dort, wo ich den Link geschickt habe, da kannst du oben rechts auf Wechsel zu Skill. Achso, hier. Bei der Map, oder was? Ja. Ich muss das auch About, mal kurz schauen. Changelog? Hä? Wo kann oben ich rechts ist irgendwo Change to... Wie? Switch to Talents. Ja, ich leider genau, nochmal. Ich hab's Talents. Irgendwo offen. Hab schon. Blades. Also, Attack Speed, go. Increase Melee Attack. Ach, kann ich nicht. Ich muss woanders skillen erstmal. Wear Rate. Durability. Kann ich hier nicht machen. Wear Rate geht auch nicht. Ich muss hier oben was machen. Movement Speed. Okay, das fallen 3 rein. Ich muss mich ja schnell bewegen können. Wieso kannst du da drunter nicht skillen? Der hat auch gar kein Zeichen dran. Weiß ich nicht. Geht doch nicht. Ja, vielleicht halt ist er doch. Vielleicht ist er doch ein Zeichen, aber es ist nicht angezeigt. Nee, da angezeigt. Ist kein Zeichen. Das müsstest du direkt skillen können. Ab hier ist das Zeichen. Ja gut, aber Movement wäre ja okay. Das passt ja. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Dann das. Also nee, das kann ich. Nächste Reihe geht gar nicht. Ist kaputt. Hä? Warte mal, F5. Nochmal. Dein Rechner kaputt? Kunde, mach den auch mal auf. Warte, ich mach nochmal komplett auf. Ich hatte ja. Talent-Dingste. Combat. Kann es sein, dass ich dir meinen geschickt habe und dir das noch ist? Nee. Ey, jetzt habe ich ganz andere Zeichen. Jetzt geht's. Ich hatte noch die alte Version im Speicher. Ich hatte das noch offen von vor einer Woche oder so. Das ging anscheinend nicht. Attack. Ah, okay. Movement Speed. Durability. Damage. Chance, ja. Stealth. So ein Impuls. Ja. Wie viele Level sind das jetzt? 18. Was ich mich gerade frage, wenn dort steht plus Damage with Spears oder Knives oder was auch immer. Und dann nochmal Damage with Thrown Spears oder Thrown Knives. Ob sich das aufrechnet oder ob das sich nicht aufrechnet? Nee. Ich glaube nicht, ne? Tut sich nicht aufrechnen, ist getrennt. Deswegen ist es auch getrennt hier. Ich glaube, es ist strikt Melee und strikt Range. Also so. Das sollten sie nochmal bezeichnen, dass das andere nicht Messer-Damage ist, sondern dass das dann Melee-Messer-Damage ist. Es ist Projektilschaden. Einfach.
Das ich meine, ja, ja, steht halt nicht im da. Messer steht es auch getrennt da, aber halt hier hört sich so an, als wenn du den Grunddamage vom Messer erhöhst mit dem Messer-Damage und mit dem Wurf-Damage den dann schon erhöhten Wurf-Damage nochmal erhöhst. Also so hört sich das halt an erstmal. Scheiße, ich komme da nicht hin zu dem. Ich bin Stamina weniger, ich muss oben skillen. Ich dachte, man kommt von unten hin. Von unten kannst du nicht. Also irgendwer meinte, es geht von im unten, Spiel aber ich geht's meine, es geht nicht von unten. Im Spiel geht das auch nicht. Oder? Vielleicht. Nee, das geht nicht. Trotzdem sind diese Sachen nicht geil. Vielleicht, wenn du direkt vom Knoten. Weil ich habe ja beim Bogen, wenn du beim Bogen skillst, dann skillst du ja den Movement Speed, den Damage und dann die Haltbarkeit und da könntest du theoretisch auch die Ressourcen. Ah ne, die Ressourcenkosten kannst du immer skillen. Also 26 Level für das hier. Was hast du jetzt? Ich habe mehr Movement Speed, ich habe mehr Stamina, ich habe einmal das auf Aiming geskillt, weil ich da hinkommen möchte. Dann Attack Speed 15%, Damage 15%, Crit 10%, Skinning Creatures, keine Ahnung, Blödsinn halt, nichts für den Schaden. Dann mit Stealth Gedönse da und 10% zu lähmen. Und dann habe ich noch. Mein 10% zu leben ist schon krass. Ja. Das brauche ich nicht Ressourcekosten, sondern das Max. Das brauche ich auch nicht unbedingt mit Durability, also könnte ich 25 Level lassen. Wie viel Stealth hast du extra? Oder gibt's hier extra steht Stealth? Das 12%. Threat while Stealth with a knife equipped. Ich hab, aber mein Messer hat doch eh 25% plus Entdeckung. Warte. 25% wahrgenommene Gefahr bei Verstohlenheit. Das ist aber schlecht, das heißt du wirst 25% eher wahrgenommen. Ja, das muss ich halt anders neu holen, das geht ja. Da musst du ein anderes nehmen, ja. Es ist aber halt, sagen wir mal, das ist der Minimum, machen wir das mal weg, das ist das Minimum-Ding. Was ich haben kann. Ach, ich leg mich mal aufs Bett wieder. Wear Rate of Knives while Skinning. Also, ich nehme das die Durability raus. Und. Wear Rate of Knives. Okay, ich nehme alles raus, dass das Messer halt genauso lang hält wie bei allem anderen. Habe aber mehr Schaden, habe mehr Movement Speed wie normal und. 24 Punkte. Dann könnte ich aber trotzdem nicht ohne die anderen Sachen leben. Survival. Ich würde schon noch Tools, nicht Tools, Repairing, Building, nee, wo ist denn das? Survival, Resources, Exploration, ich würde trotzdem dieses Movement Speed mitnehmen wollen. Diese Base HP, weil ich bin ja wirklich im Melee dann. Die zwei würde ich mitnehmen wollen. Hunting würde ich dann noch die Stamina mitnehmen. Und was ist es? Ja, was ist mit diesem? Wenn ich dann hier Home. Ertrag der Schlachtung und Knochenkreaturen. Life Health Bars würdest du eigentlich auch haben. Ja klar, auf jeden Fall. Zack, zack. Crouching Movement Speed wäre halt schon ultra mit Messer. Weil wenn ich dieses Ding dann lerne, dass ich sofort töte. Ach, das kann ich gar nicht lernen. Warte, Combat. Blades. Das ist. Ja, das ist beim Werfen. Da komme ich nicht hin. Das ist Schmarrn. Dann brauche ich das, glaube ich, auch nicht, oder? Aber ich auf den Stealth habe ich. Plus 12%. Ist nicht 12% mehr Schaden, sondern es ist einfach nur 12% weniger wahrgenommen. Ja gut, das ist dann wieder Geschmarre. Hunting, Crouching,
Cooking ist eigentlich egal. Ich würde halt gerne noch hier das Gewicht mitnehmen. Das Gewicht hier 20%. Ich kann das einfach skillen oder was? Ohne Verbindung hier oder wie? Nee, oder? Geht doch gar nicht. Da komme ich nicht hin. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, und die Dinger nicht nehmen, oder was? Dass ich hier sehe. Highlight. Sekunde. Dass ich die Tiere sehe. Ach so, das. In der Nacht oder so. Weiß ich nicht. Messer. Das ist. Das finde ich eigentlich. Ich finde so einen Bogen nicht schlecht von der Range. Eher, Messer weiß ich eher nicht. Unnötig. Das ist ja die HP. Achso, das ist ja die HP-Bars, okay. Und was ist mit diesem Butchering mehr? Die zwei. Ich würde bei Ressourcen noch. Du hast ja die HP-Bars und du bist sowieso dicht am Gegner. Ich komme hier nicht hin. Combat. Blades. Lieber noch was in Blade stecken? Einfach. Hier wirklich, dass das länger hält. Das länger hält. Das billiger ist scheißegal. Wear rate of knives. Hier. Das einfach länger hält. Keine Ahnung. Main länger halten. Und dass es billiger ist. Ich weiß nicht. Construction, irgendwas bei Construction cool ist, increased. Building. Oh Gott, nee, das kann ich da nicht machen. Hier wäre es halt auch cool, noch mehr Inventory-Dings da zu haben. Aber was soll ich denn das killen? 10 Punkte. Ich hatte zum Anfang halt so gemacht, dass ich ein bisschen mehr habe hier von allem. Und dann kann ich halt hier runtergehen. Hier, Into Sticks würde ich halt schon gern haben wollen. Ist wichtig. Ich komme aber da nicht hin. Achso, das ist immer geil. Bei Plans Additional. Jetzt halt so. Ja. Also ein bisschen von allem mehr. Sticks, dann könnte ich hier auf Gewicht gehen. Und Movement Speed by Carrying Exotics hast du ja auch noch hier. Decrease Wood in your inventory. Jo. Dann hätte ich noch 2 Punkte. Keine Ahnung, die kann ich noch ein Messer reintun, das ist ja wirklich länger halten. Also, hier würde ich halt nicht mehr reintun. Sticks. Extra Ressourcen, Plants. Ist egal, muss ich nicht unbedingt haben, aber so bin ich jetzt runtergekommen. 18% vom Stein, 5% von Dingen. Das brauche ich nicht unbedingt. Da kann man halt das machen oder so. Da jetzt meinst du nicht. 1, 2. Oh, da kann ich dann hier sogar mit dem automatisch collecten. Das ist geil. Das Profil ist. Meintest du nicht, du hast 50% Damage Reduction? Fofi noch da? War mute, Entschuldigung. Ja, in der Beta waren es noch 50, hab schon gerade gesehen. Es sind nur noch 20. Okay, weil ich hab grad. Wollte gerade gucken, wie der Skillbaum wäre. Hab mir aber jetzt den besten Skilltree rausgesucht. Also der Midi-Fight-Skill ist eine Kombination aus Messer und Speer. Du gehst beim Messer bis ganz runter auf die 10% Stun. Mhm. Und probierst halt den Stun zu triggern über extrem hohe Attack Rate mit dem Messer. Mhm. Und sobald der Stun da ist, wechselst du auf den Speer, weil der Speer wohl deutlich mehr DPS fährt. Was? Der Speer und, macht mehr DPS? Ja. Echt? Ist der nicht langsamer? Aber vielleicht steckt langsam mal heftiger zu. Kann ja auch sein. Der Speer soll aber, mehr DPS. Aber die Geschwindigkeit vom Messer ist auch nicht schlecht. Die 15% Schaden-Ding.
Aber du hast ja das Messer auch, okay. Achso, dann könnte man vielleicht, bevor man das entscheidet, könnte man das Skilltrees anschauen von irgendwelchen Profis oder so. Bevor man da zu viel rumprobiert mit mir vielen Chars. Ja, also ich muss das nicht jetzt machen. Ich entscheide mich dann irgendwann dafür. Ich wollte nur mal kurz mich inspirieren lassen. Stimmt, da können wir noch ein bisschen nachlesen, schauen, wie es andere haben. Es gibt da bestimmt vorgefertigte Builds, die man... Ja, ich habe mir jetzt online Best Melee-Build rausgesucht. Wo gibt's es gibt eins auf Full-Messer. Ja, das würde ich gerne haben. Aber das, was ich jetzt habe, ist das Best Melee-Spear-Build. Und ein reines Spear-Build gibt es nicht. Man spielt eine Kombination aus Knife und Spear. Den Speer zu werfen, sagen alle, ist relativ useless. Ja, klar, wie das Messer auch eigentlich, finde ich. Du baust dir halt, haben sie gesagt, keine 10 Stahlsperre. Genau, das ist das große Problem mit den Speeren. Ja. Haben die nicht auch ewig Gewicht, so 10 Kilo oder so? Die wiegen. Ich meine, es gibt tatsächlich einen Skill, der das Problem behebt, was ich hatte. Nämlich, dass dein Speer, den du wirfst, gehighlightet wird. Ja. Das ja, heißt, das ist beim Messer auch. Ja, gibt's auch den Skill. Aber es ist halt trotzdem blöd, weil du halt, ja, wie du aber schon sagst, mit dem Reloaden. Aber wenn das Tier ein Reh ist, was übelst schnell wegrennt, rennt das halt mit deinem Speer weg. Ja, und du hast dann auch eigentlich nichts mehr. Gut, du hast noch ein Messer, beim Messer hast du nur ein Messer. Du kannst halt noch einen zweiten Speer craften, aber du musst halt eigentlich, also wenn du triffst, dann tötest du halt alles damit, weil der Speer einfach so viel Damage macht im Werfen. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, hat der Speer irgendwie Armor Penetration oder sowas hidden? Weil im Damage steht halt beim Messer irgendwie was mit, weiß nicht, waren das jetzt 52 Damage und beim Speer 55 Damage. Also das ist halt quasi der gleiche Damage. Der Speer macht halt 3 Damage mehr. Aber das Messer hat halt nahezu doppelte Attack Speed. Ich teste es aus. Darum, also der Speer müsste dann irgendeine Armor Penetration oder irgendwas haben, weil ansonsten macht das keinen Sinn, dass der Speer mehr Damage macht. Und wenn du dann sowieso den Stun triggerst, dann macht es halt keinen Sinn, den Speer zu spielen, wenn du sowieso mit dem Messer zuhaust. Wenn das Messer mehr Damage macht. Wo der Speer seine Vorzüge haben wird, ist, wenn du wirklich mal in so eine prekäre Situation kommst, dass du jetzt auszusehen 4 Wölfe aggrost. Warum? 20% weniger Schaden. Achso, das meinst du. Ja gut, das ist natürlich ja die 20... Ja... Ist ein Fünftel. Ich würd's so skillen. Aber auch da... Hm? Wobei du mit dem Messer vielleicht schneller tötest dann. Das habe ich gerade überlegt, ob... Wenn du jetzt, sag ich mal, 20% nur schneller töten würdest, hättest du ja... Würde sich das auch 20% weniger Damage ausschlagen? Oder besser sein? Oder schlechter sein? Ausprobiert. Ja, doch, müsste besser sein. Also eigentlich ist der Damage besser. Ja, probier's mal aus und sag mal Bescheid. Ich kann's mir gerade nicht vorstellen, dass der Speer besser sein soll. Ich sehe halt den Speer beim Werfen, aber da ist er halt mit dem Aiming so scheiße. Wenn das Aiming geil wäre, dann wäre der Speer richtig cool. Nicht genug Punkte, wenn ich noch ein bisschen da was, wenn ich voll auf Messer gehen will hier. Dass es lange hält und stark ist, dann. Kann ich nicht mehr auf den Bäume gehen hier. Kann ich nicht mehr da hängen. Es sind einfach zu wenig Punkte. Musste viel Kompromisse eingehen. Finde ich.
Alter, die Map hier macht mich überhaupt nicht. Okay, so halt, okay. Scheinst du dich und okay, gut. Mach ich jetzt Feverplans? Nee, eigentlich nicht. Aber ich komme da nicht runter. Warte, ich hasse das. Moment, ich muss nochmal von Anfang. Ich komme da nicht runter. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war ein Schmarrn eigentlich. Das Ding. Dass man den einen Punkt braucht, ist schon auch so ein Wurscht. Ja. So. Noch einen Punkt hier. Hunting. Das habe ich ja schon. Und was heißt es dann, Krone des Willens? Was macht die? Was? Wer wird gewillt oder was wird? Verstehe nicht genau. Was bringt das? Hast du da gerade? Hm? Was meinst du? Achso, ich bin im Chat gerade hier. Sinkel was gefragt. Goldenes Diadem, K.A. hab ich nicht spoilern lassen, aber ich denke mal Anduin. Achso, nee, aber tut es auch die Untoten kontrollieren? Das ist die gleiche, Funktion wie Herrschaft? Oder weiß man das noch nicht? Also mit Pelagos hast du mitbekommen, oder? Dass der Nachfolger wird von der Richterin. Ohne dich zu spoilern. Aber das weißt du bestimmt gelesen, das ist ja ganz groß überall. Ja. Das Blöde ist, man kann nicht einmal einen Punkt wieder zurückskillen, gar nichts. Man muss klicken und dann. Oh. Hm. Blades. Ist halt blöd. Er war der Beste, finde ich. Sinkri. Ich finde da blöd, ich kann jetzt nicht das skillen, dass das Messer länger hält. Wozu habe ich denn das ganze Ding, weißt du? Ich habe geskillt, dass das Messer beim Herrscher länger hält, aber bei mir selber hält es nicht länger, wenn ich es nutze. Jetzt müsste ich halt gar nichts mehr in den anderen. Ich will auf jeden Fall die Sticks haben. Die Sticks möchte ich haben. Wood into Sticks. Und ich möchte mehr Gewicht haben. Dann möchte ich Maximum HP, Maximum Movement Speed. Hunting die Punkte halt rein. Zu den Health Bars. Movement Speed, Carrying Animals kann ich auch rausnehmen. Da tue ich lieber. Also, ich muss das ja nehmen wegen dem Weg. Verdammt, okay. Lieber Leather to Rope. Gut, ist auch wurscht. Ich würde sogar lieber hier nehmen mit diesem, dass du mehr Knochen kriegst. Ich habe halt noch einen Punkt. Und der eine Punkt ist halt so, dass es eigentlich scheißegal ist. Dass es nichts wirklich Sinnvolles. Hier so eins von drei, das Wear Rate of Nice. Einfach so hier so Blödsinn halt. Jo. Das wäre das zweite Bild hier, den ich halt haben wollen würde. Ist halt einfach zu. Muss zu viele Kompromisse eingehen. Dann macht das auch keinen Spaß, das Skillen, finde ich hier. Ich teste nur gerade ein bisschen was. Vielleicht für irgendwann einen zweiten Char. Ich wollte das Messerbild probieren. Trotzdem noch so ein bisschen was haben von den anderen Talenten.
dass ich auf nicht vieles verzichte. Aber ich bin dann, ich habe zu viele Punkte woanders, dass ich mein Haupttree nicht so wirklich skillen kann, dass es mir nur Vorteile bringt. Aber das wäre halt so ein Teil, wo ich sage, okay, von mir aus. Aber nur mit Messer kämpfen, ist halt auch Geschmarre. Weiß ich nicht. Es macht zwar zwischendurch Spaß, aber ist halt auch nicht geil. Da sehe ich mich doch eher auf Range mit diesem Bogengedönse da. Problem, was ich sehe, ist halt, was bei mir ein Problem ist, gerade wenn du Wölfe und so hast, die laufen halt immer in Packs rum. Und egal, was du skillst im Melee-Bereich, du wirst es nicht überleben, wenn 4 Wölfe auf dich losrennen. Ja, reicht schon 2, je nachdem, wie sie gedreht sind. So, vor allem bei mir. Selber halt nicht schlecht hier, Olum. Wäre halt schon geil. Natürlich ist es schwer, aber, ja, aber ich werde damit, glaube ich, nicht glücklich. Dafür schieße ich viel zu sehr, also viel zu sehr mit dem Bogen. Oder viel zu sehr. Viel zu geil finde ich das mit dem Bogen hier. Ich glaube, Aim-Speed ist scheißegal, wa? Aber Accuracy mit Bows. Warum Accuracy? Ich ziel doch selbst. Oder ist es so wie bei einem Gewehr, wenn du schießt und draufhältst, verzieht es? Ist es nicht da, wo du hinziehst? Keine Ahnung, jetzt habe ich auch nicht verstanden. Was würdest du denn nicht skillen wollen? Was ist ein Scheiß in deiner Meinung? Mit den Dots? Unten die Reihe komplett weg? Nee. Also, das mit diesem komplett Stunnen und Slowen ist halt gigantisch. Da haben wir ja zwei im Team, die haben das und das ist heftig. Wenn so ein Bär und so ein Mammut oder was so komplett gestunnt ist oder so geslowt ist, ist so geil. Bär ist fast wurscht, aber Auto-Aim? Ja, wo ist denn Auto-Aim? Ja, Auto-Aim finde ich halt Müll. Genau, das. Habe ich das geskillt, hast du gesehen hier? Habe ich das geskillt? Additional ist eigentlich auch Blödsinn. Wo ist denn Auto-Aim überhaupt? Ist das geskillt oder was? Blutung. Achso, du finds target more easily. Das ist Auto-Aim, ne? Genau. Ja, ja, okay, habe ich gesehen. Ja, stimmt, hast du recht. Das mit dem Bluten, ich will halt nur das. Ich will halt nur das Slow und das Done. Das ist das Slow, das Stunnen und das Slow ist wo? Stun. Mahlzeit. Ach du Scheiße. Was schreibst du? Kampf. Kritisch. Hier ist Verlangsamen, genau. Oh, da ist Verlangsamen, ich mich gerade hier. Habe ich eh schon. Ach, Slow, okay. Habe ich gesehen. Jo.
Das mit dem Blut muss, glaube ich, nicht unbedingt sein. Das ist halt über die Dot, also. Das ist egal. Chance to craft an additional arrow. Das ist auch nicht unbedingt sein. Ressourcekosten sind egal. Stamina Consume. Man muss halt trotzdem. Ich muss schauen, ob ich die Punkte habe. Für trotzdem das, was ich immer möchte. Ich weiß nicht, ob ich mich von dem verabschieden kann. Von dem ganzen Ding hier. Also von dem Teil. Crouching ist, glaube ich, kann ich drüben auch nicht. Ist nicht so wichtig. Hier und da. Fertig. Ich habe, glaube ich, drüben auch ein bisschen. Bin ich auf Crouching gegangen bei dem Messer? Muss ich nicht machen. Da habe ich dann 3 Punkte mehr. Ich muss da nochmal überlegen. Das sind jetzt nur die ersten Gedanken überhaupt hier. So. Das war's dann. Mal schauen. Das wäre jetzt mein grobes Dings da. Was meinst du? Das wäre für Bögen. Also Messer ist doch nicht geil. Also das ist einfach nicht geil, glaube ich. Also den ich bin dafür viel zu gerne mit dem Speer unterwegs. Speer? Bogen. Jo. Da habe ich zumindest einen Baum runtergeskippt. Besser als dieses komische 1% Brockscheiß da. Das ist echt Schmarrn. Man kann noch ein bisschen bei Ressourcen hin und her wurschteln. Vielleicht einmal auf das Gebüsch da, vielleicht ein bisschen auf dies, ist egal. Hier Gewicht, da Gewicht. Nö, kann man nicht, Cooper. Das wäre wild. Nee. Ich überlege mir vielleicht für irgendwann einen zweiten Char. Nach dieser ganzen Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, vielleicht so zu skillen. Ich schaue jetzt nur mal gerade. So hätte ich halt jetzt hier den Bogen, den ich immer haben wollte. Hat mit Messer angefangen, ich wollte auf Messer gehen, aber mich doch dagegen entschieden, ist nicht so geil. Schon allein beim Lesen, was da alles passiert, finde ich es nicht so toll.
Dann eher mehr. Bei dem Inhaltsskills habe ich ja an mehr geackert. Pulsar Swift Light Quick Load mal weglassen. Wo, hier oder was? Quick Load? Ist es nicht geil, schneller zu schießen? Swift Flight, Increased Arrow, schneller. Bullseye weg, aber dann komme ich ja nicht hier runter, oder? Oder doch von der Seite? Und was gilt ich dann anstelle von dem? Oder brauche ich das gar nicht? Komme ich hier so runter? Wie komme ich dann hier hin? Es ist echt nicht so geil, oder was hier? Reload Speed, Arrow Speed und Accuracy. Warte mal, gehen wir mal kurz hier weg. Das echt? Bist du sicher? Hast du beides probiert? Das klingt halt sehr, sehr doof, wenn ich nicht so schnell schießen kann. Und das wäre es halt das. Ich würde halt das alles probieren wollen. Live. Ja gut, du hast alle drei Skills, aber hast du auch mal ohne probiert? Das hier, das hier. Ja, siehst du? Du hast doch nicht, du weißt auch nicht, wie es ohne ist, deswegen, also. Enttäuscht. Ja. Trotzdem klingt es halt in der Theorie schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber Jungs, ich glaube, wir machen nichts mehr, oder? Ich bin ziemlich müde. Ich schätze, ihr auch, oder nicht? Wie schaut's aus? Wie ist es bei dir, Zero? Ich bin schon eingepennt. Das Zero ist schon weg. Als Arzt wurdest du überfallen? Du haust dich hin, sagst du? Ja, ich muss noch kurz was klären. Muss noch kurz ein bisschen telefonieren. Was Wichtiges. Und dann, ja, bin zu müde. Wie lange bin ich wieder wach? Seit, ja, keine Ahnung, 10 Uhr? 9 Uhr, 11 Uhr? Weiß nicht genau. Einfach müde. Ich habe jetzt schnell dieses Level 5 noch gemacht. Das kritische Level 5. Ja, nur mit Fiber sammeln. Bist du gerade aufgewacht, Olum? Ja, hast du lange Nacht gehabt, ja? Wir sind die ganze Nacht unterwegs gewesen. Wir haben Hardcore-Mission gemacht und die neue Mission und noch einiges abgeschlossen hier. Blödsinn waren die. Musst nur aufpassen, dass du nicht stirbst. Weil du kannst ja. Du kannst ja dich nicht wiederbeleben. Du musst halt einen Mate haben, der da ist. Und der darf halt auch nicht sterben. Aber war alles nicht schwer. Fünf Minuten meinte er, der Bandenchef eine Ärztin überfallen, finde ich. Okay. Ich dachte mir nur so, hatte mich schon gefreut, die Kavallerie zu holen und einen Krieg zu starten. Auch ein bisschen übertrieben, oder? Ja. Ja, halt echt kompliziert, ne, das Skill. Einfach meucheln, Sinkri, und dann einen anderen Arzt holen und gut ist. Was soll das? Ist aber auch Blödsinn. Ist halt auch kein wirkliches Survival-Spiel, dann geschützt von allen. Ist halt auch doof. So eine extra Pussy-Rolle spielen, dass du geschützt wirst.
Ja. Hey Nirvi, moin. Was für ein Knopf? Du bist doch im Wilden Westen, da gibt's doch keine Knöpfe. Was erzählst du mir da? Hosenknopf, genau. Ja, schon, aber was für einen Knopf kann man denn drücken? Du hast doch da keinen Funkübertragung, gar nichts hier. Was für ein Knopf? Du bist im Wilden Westen, Alter. Bleib mal da auf dem Boden. Wie geht's denn hier? Was treibst du noch für Schweinereien? Wir haben hier lange Icarus gezockt seit 2 Wochen. Voll geil. Schönes Survival-Spiel. Das ist ein schmaler roter Knopf. Kavallerie. Stehen viel zu viel hinter dir. Das ist Blödsinn. Das hat keinen Spaß mehr dann. Immer auf andere dann zu hoffen, dass sie kommen oder so. Lieber selber machen. Ich weiß nicht. Ich fühle es nicht. Okay, das ist nett. Das ist so toll. Das kannst du dann auch gleich wieder machen. Achso, Zero. Bist du da auch raus? Ja, ich bin, glaube ich, eben gerade schon weggepennt. Ja, deswegen. Ich habe auch gesagt, ich bin auch zu müde. Mach mal lieber. Ja, ich denke mal, wir hören uns dann heute Abend vielleicht nochmal. Ja, genau. Lieber später weiter. Jetzt sind wir alle zu müde. Ja. Das ist halt nicht unsere Zeit. Es ist mitten in der Nacht jetzt. Das ist halb 3 der Nacht. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, dann. Bis später. Schlaf gut. Gute Nacht. Nacht die Nacht. Tschüss. Ja, ciao. Ja, viel zu einfache Rolle, da kannst du gleich Polizist oder so ein Schmarrn werden hier. Feier ich nicht, aber wenn dir das Spaß macht, so die ganzen Dinge da genießt, die Mimosen und alles und die Dinge. So. Aber was soll ich jetzt wechseln? Ich muss jetzt noch kurz in Ela rein. Ich muss jetzt noch kurz telefonieren. Soll ich schon auf Schlafmodus gehen oder was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich mach Schlafmodus, scheißegal. So, mal kurz hier. Moment, mal kurz muten. Ich komme gleich wieder da, Sophie. Sluffy. So, okay. Dann haben wir geil Icarus gespielt hier. War wirklich cool, hat eine Menge Spaß gemacht. Haben wir ein paar Hardcore-Missionen gemacht. Sie haben wirklich das Spiel ein bisschen verbessert, optimiert. Auch die Anzeige hier draußen. Ich glaube auch den Tierspawn ein bisschen verändert. Und ja, ist cool. Hardcore-Mission ist nicht so hardcore für uns, je nachdem wie viele Spieler wir haben. Da sollte man nicht allein rein, wenn man stirbt, ist alles weg. Der Charakter auch. Aber wenn du Mate hast, der dich wiederbelebt, oder am besten zwei als Backup, falls einer irgendwie doch auch doof stirbt. Ja, war cool. Damit beende ich dann. Lass du mal nachlesen. Damit beende ich dann Aufnahmetag 14 in Icarus. Beste Story war heute mit dem Wurm. Den Wurm jagen, richtiger schöner Bosskampf, sogar mit Prepare to Fight Ansage, hat richtig Spaß gemacht. Ja, richtiger schöner Bosskampf gewesen. Richtig geil, den Boss gejagt und dann gelegt hier. Einfach toll. War cool. Dann war es das hier mit Icarus. Hat Spaß gemacht. Bis heute Abend dann mit Icarus. Oder bis zum nächsten Mal. Kuss.